Moin! Herzlich willkommen hier zur Donnerstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Also nichts Wildes. Ich werde jetzt erstmal eben hier, bevor ich die Sachen ins Lager bringe, gucken, was ich davon bei der Bäckerei loswerde. Und ja. Mal sehen. Nein! Das wollte ich doch nicht. Naja, passiert ist passiert. Ändern kann ich es nicht. So, aber hier können wir noch mal ein bisschen zuschlagen. Und noch ein paar. Hier auch wieder eine Palette. Ja, wie auch immer. Damit liegt wieder eine unter der Map. Hopfen. Ich habe Hopfen geladen. Oder so. Oh, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Ich hatte ja viel eher damit gerechnet, dass da irgendwie Stress ist jetzt beim Hopfen, aber das kommt gleich wieder. Warte ich mit euch? Oh, was ist hier denn los? Wo ist die Palette hin? Hier ist doch gerade eine Palette runtergefallen, oder nicht? Jetzt auch im Nirvana verschwunden? Ne, da vorne steht sie. Ganz komisch. Ganz komisch. Fahren wir mal hier rein. Es ruckelt hier, ey, das ist unfassbar. Ne, Getränke können ja auch nicht angenommen werden. Ah.
Ach ja. Also Getränke können da angenommen werden, aber ich habe ja keine Getränke draus. Ja, Joghurt wird hier nicht angenommen, das ist mir klar. Der muss ja auch ins Kühlhaus. Der muss ins Kühlhaus. Der wird hier angenommen. So. Ach, herrje. So. Können wir denn gut verkaufen? AV-Roggen. Ja. Pommes bei McDonald's. Wurst, Fleisch, Holzkohle. Haben wir Pommes hier? Wenn ja, bringen wir die da eben hin. Und dann fahren wir. Dann fahren wir zum Schlachter und gucken, was wir da noch haben. So, ich glaube nicht, dass wir Pommes noch da haben, aber. Doch, 13 Paletten. Ist doch super. Jetzt wollte ich gucken, was wir noch an Fleisch oder Wurst da haben. Ob wir was da haben. Elf Paletten. Wurst. 43 Paletten Wurst. Was? Muss erstmal gucken, wie sieht's hier aus? Muss erstmal ein Stück vorfahren. Nicht, dass ich hier auslager ohne Ende und dann. Weil ich kann ja schon mal noch mal Wurst auslagern. So viel wie geht. Mal zu McDonald's.
Ist hier überhaupt was? Naja, ein bisschen. Wahrscheinlich wieder Viecher herbringen. Fleisch wahrscheinlich, also Lebensfleisch. So. Oh Mann. Leute, 16 Uhr heute, ne? Guckt rein. Riesenjung gegen Experience oder umgekehrt. Gucken. Und denkt dran, bei 1000 Abos ist ja nicht mehr so lange hin wahrscheinlich. Also vielleicht noch diesen Monat. Gibt es einen 10-Stunden Livestream, den vielleicht dann nicht mehr diesen Monat. Und während des Livestreams gibt es dann auch ein kleines Gewinnspiel. Und ihr könnt ein paar kleine Nettigkeiten gewinnen. Komm, hier über Stoppelfeld kann man ja ruhig fahren. Jetzt machen wir mal was, was man natürlich immer so macht beim Fußballfeld. Einmal schön hier über den Platz fahren mit dem LKW. Und jetzt können wir reich werden. Also wir haben noch mehr Wurstpaletten, die ich auch noch mal weiterverkaufen könnte. 9000. Also das heißt, für eine Wurstpalette kriege ich 45.000. Oh, krass. Krass. Dann sollten wir doch noch mal zum Lager fahren und noch welche holen. Ich weiß gar nicht, was ich ansehen soll. Ansehen ist auch immer so ein Kraftakt. Aber wir haben ja auch die Ernte noch lange nicht fertig. Es ist ja alles 19 draußen, bis wir die Ernte fertig haben. Oh, Zeit ist um. Leute, danke fürs Zuschauen. Danke für die Abos, die Likes, die Kommentare, die ganze Unterstützung, die ihr mir immer hier so gebt. Echt klasse, echt krass. Ja, heute Nachmittag 16 Uhr. Experience gegen Friesenjung. Kommt vorbei, unterstützt mich, guckt auch beim Experience vorbei.
Wir können eure ganze Unterstützung gebrauchen. Und in diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch. Bedanke mich nochmals. Morgen ganz normal. 10 Uhr eine Ausgabe. Kein Livestream dieses Wochenende. Nächstes Wochenende wieder. Aber dieses Wochenende nicht. Und ich sage ciao.